Jonathan, it's what you've been waiting for. Angel attack! Ready? So, jetzt müssen wir mal was gucken. Jeder Schuss ein Treffer. Immer noch getroffen. Nicht gut, aber immerhin. Glück gehabt. Es war nicht schön, aber ich habe immer jeder Schuss einen Treffer gehabt. Gut. Ja, den nehme ich mal mit. Den Rest tauschen wir um. Hatte ich echt so wenig Schuss? Ich bin also hier noch nicht fertig. Der zerbrochene Himmel. Ja, machen wir mal weiter. Was mir auch aufgefallen ist, dass Spiele, die man komplett runterladen muss und nicht auf der Cartridge hat, dass sie wesentlich größer sind. Ah, nicht meine Brille zurück. Teresa, how did you get such magical glasses? The glasses aren't magic, silly. I can see the monsters without them. Die Mensch, die Monster sehe ich auch so. Ganz so schlimm sind sie nicht. Kämpft Bayonetta, ich meine deine Motti. Kämpft sie schon lange gegen die bösen Monster? Mami ist eine Hexe. Hexe beschützen die Leute und sind sehr stark. Ich bin später auch stark und dann beschütze ich meine Mami. You think witches do what? Oh, forget it. No point in arguing with a little kid. Ich schaff das auch so. I'm sure you will. Mommy! Shit. You never cease to amuse me, Cheshire. I suppose that's your next target. Die, wo man spielt. Ja, die Bayonetta ist eine Hexe. Er hat gerade so getan, als hätte sie sich wehgetan, um keine Blöße vor ihr zu geben. Ich könnte dir die Verwirrung wegnehmen. Also Bayonetta ist eine Umbra-Hexe und dann gibt es die Lichtwesen, die Lumen. Nur hier ist es halt umgekehrt. Die Lumen sind böse und die Witches sind gut. Und er ist ihr die ganze Zeit gefolgt. Weil er halt gestorben ist. Er wurde aber von den Lumen in Stücke gerissen. Das wusste er aber nicht. Und er wusste nur, dass Bayonetta da halt ab und zu mal da ist. Die Kleine? Das ist das einzige Rätsel, das ich noch nicht beantworten kann, ohne das Spiel zu spoilern. Kriegst du aber hier im Spiel noch mit. Dann sind die hellen und dunklen Clans urplötzlich aus ihrer mittelalterlichen Heimat in Europa verschwunden. Du kennst die Stadt vielleicht, du stehst gerade mittendrin. Willkommen in Vigrid. 500 Jahre später. Boah, bist du alt, Bayonetta. Jeder Clan handelte auf Geheiß der Mächtigen in ihrem Versuch, die alte Welt zum Frieden zu führen. Sie besaßen ein Auge mit der sagenhaften Macht, die Geschichte zu gestalten. Sie wachten über die Welt. Die Zusammenarbeit der Clans zerbrach aber, als ein junges Paar unter einem schlechten Stern ein Kind empfang. Und sie gerieten auf den Pfad des Untergangs. Die Frau kam ins Gefängnis und der Mann wurde aus seinem Clan verstoßen. Das Kind blieb jedoch bei den Umbra und wurde als schwarzes Schaf großgezogen, selbst in der Dunkelheit. Da das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkel gestört war, stürzten beide Clans in den Abgrund. Die Legende nach kommen die beiden Augen vereint werden und gemeinsam die Wirklichkeit steuern.
Die Legende fachte den Ehrgeiz der Clans an und war der Auslöser für unzählige Kämpfe. Nicht nur das, sie führten sogar zu deren gegenseitiger Zerstörung. Mein Vater wurde dafür verspottet, dass er an solche Märchengeschichte geglaubt hat. Ich habe ihm jedes Wort geglaubt. Clans des Lichts und des Dunkels. Jeder hatte ein Auge und dann gab es so eine Idee, so eine Legende, dass wenn man beide Augen hat, kann man die Welt beherrschen komplett. Und deswegen haben die sich halt selbst kaputt gemacht, weil jeder eins hatte und wollte halt das Ding vom anderen haben. The head of the Ithaval group, a multinational that dominates Vigrid, recently tried to sell an enormous gemstone on the black market. If he isn't selling out in the open, it means we're going to have to acquire it by other means. And that starts by sneaking onto that jet. Ah, die Kleine. Are you looking for something? I am. How did you lose it? Warum hast du es denn verloren? Little one. Do you have anything you really like? Something really important to you? Yes, this. I love it. Where did you get this? You gave it to me, Mummy. Von dir, Mami, zum Geburtstag. When you love something, wenn du etwas lieb hast, darfst du es nie verlieren. Keep it safe, close to your heart. Ja gut, wahrscheinlich hat er sich die Bayonetta später so geklärt, indem er die Kleine rettet. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war nicht so schlau. Wieso nicht die Rubine gerutscht? Au. Oh. What the f... Ich weiß, wer das ist. Wer braucht schon Fallschirme? Ja.
Alter, diese beiden Gegner sind einfach echt Panzer. Vor allem, weil du halt nichts machen kannst. Sobald du getroffen bist, verlierst du halt deine Magie. So, das nehme ich mir jetzt nochmal mit. Jetzt will ich hier nochmal in die Tiefe. Da kann ich mir nämlich nochmal was zu trinken einschütten und ich kann mir noch was zum Heilen holen. You here for business or pleasure? Either way, I'll hook you up. Aha. So, Gegenstände. Ja, ne? Rotglühender Schuss, den hole ich mir mal. Man weiß es ja nie. Ist eigentlich schon echt traurig. Das ist halt so ein Hexenkreis. Weil normalerweise müsste ich ja eigentlich echt sparen, um mir die Waffenversion und so einen Kram zu holen. Die würden wahrscheinlich ordentlich Damage machen. Da bin ich mir schon fast gedacht. John. Why so glum? Something troubling you? Only your constant fretting over my state of affairs. I've no time. Ich habe keine Zeit für deine Spielchen. No need to take out. Kein Stress brauchst. Deinen Stress brauchst du nicht an mir auszulassen, Bayonetta. Es liegt auf der Hand, dass du dir Sorgen um das Mädchen machst. Sag's mal so. Au. Eigentlich auch ein gutes Stück vor mir. Oder kann die Bayonetta sich hier nur in eine Puma verwandeln? Ich weiß es nicht ganz. Tell me where she is. Now. My. Aren't we attached to our precious little one? Do you like it when she calls you mummy? You're absolutely delusional. If I leave her, he'll never shut up about it. And his whining is twice as irritating as anything the child could muster. You've quite the tongue. Du weißt der Wahrheit aus wie ein Politiker. Das ist ein wahrer Satz. What are you hiding? Correct me if I'm wrong, but I think these might mean something to you. I've no need for worthless junk. Was ist das für ein komischer Kauz?
Beeile dich, denn die Ehre der Schöpfer rückt näher. Okay. Au. Dein kleiner Freund hat sich für immer verabschiedet. Kann man mal machen. Nimm dein grausames Schicksal hin, akzeptiere es und verdiene dir das linke Auge. Beweise, dass du es verdienst. Wer oder was ist diese Stimme? Sein muss stimmen. Au. Alter! Au! Alter. Yep. Wir werden aber auch nicht wirklich los. Im dem dritten Teil kennen wir sie. Ist die Jan. Warum kann die das? Au. Alter, was eine Kombi. Au.
Na komm! Alter Schwede, fick mir doch ins Schwanzloch, ey. Lecco mio. Also, ich hätte nie gedacht, dass normal solch ein Pain in the Ass sein kann. Not yet. She isn't ready. Warum sagt die also, sie ist noch nicht bereit? Au. Ich will erst mir noch mal was zu heilen holen. Ich hoffe, ich habe genug dafür. Passt. Keine Kakerlaken und keine Heulsusen. Okay. Okay. Oh, komm schon. Oh, ist das mies. Ich hoffe, der Luck an Damage. Macht es jetzt nicht, hindert mich jetzt nicht daran, hier rauszukommen. Aber sieht gut aus. Na super. Genau, machen wir einen auf Titanic. Hier bricht das Flugzeug entzwei. Was zum Geier? Hä? Wie soll denn das funktionieren? Kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ich weiß nicht, was ich da machen sollte. Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum bin ich da jetzt gestorben und was hätte ich machen sollen? Solche Missionen sind auch mal wieder so richtig eklig. Kann ich mich auch mal umhören? Ja, kann ich ja nicht absetzen. Kommt ja schon hoch, das Zeug.
soll ich hier gehen? Hä? Sorry Leute, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Haben sie da irgendwas vergessen? Ich habe nicht die Zeit und nicht den Schaden, um das zu machen. Och nee, ich hasse sowas. Ich verstehe es nicht. Habe ich auch mal treffen. Fliegende Gegner sind ein Fehler. Hält er so viel aus? Oh, leck mich doch. Ja, sagt die Steintruppe. Ich mach mal kurz Baby malen, das gleich. Hat doch gut geklappt. Ja, Steinstatue sagt was anderes. Naja. Angel Attack, super. So, ich habe deine Frage nicht vergessen, Yuna.
mal super. Mal wieder voll verkackt. Ich brauch's eigentlich gar nicht probieren. Ich weiß nicht, ob ich mit den Patronen, wenn ich die so tausche, besser dran bin. Kapitel 13. Kardinaltugend der Weisheit. It's okay, little one. I'll be right back. Gleich zurück. Woher habt ihr einen Helikopter? Ach, der schon wieder. Die Frau ist so schnell geflohen. Es erinnert mich daran, weshalb wir uns auf die... Was? Wir fahren mit dem Boss. Sapienta. Eine wertvolle Lektion, aber nicht das Ziel. Ich bin hier, um dich zu prüfen. Um zu bestimmen, ob du deiner Rolle bei der Auferweckung... Ja. Wieder so ein Schwätzer. Ich fürchte, ich habe keine Zeit für dein Getaber. Wäre mir lieber, es direkt von deinem Boss zu hören. Du sprichst von unserem Boss. Auferweckung vor 500 Jahren. Wurde durch menschliche Inkompetenz vereitelt und es gelang uns nicht, die Schöpferin wiederzubeleben. The Witch Hunts. Dank ihm ist diese Stadt zu einer Kraftquelle geworden. Und wir konnten den Grundstein für die Auferweckung der Schöpferin legen. Was jetzt noch bleibt, ist die Erweckung des linken Auges. Danach bricht die Ära der Schöpfung an. Yo. Margo, grüß dich, hallo. Hatte gerade gesagt, komm, touch me. Au. Habe ich noch irgendwas zum Heilen? Ja.
Nee, die brauche ich nicht. Ich höre hier eher ein Toronto. Spinnchen! Ja, jetzt haut er ab, der feige Lappen. Au. Ah, fuck, wenn du das verkackst, musst du es nochmal machen. Oh, Mist, ist das mies. Du wirst ja gleich bestraft, wenn du mal... Ist das gemein und ich habe nichts mehr zum Heilen. Okay, das geht noch. Ich hab doch gekontert. Fick doch mein Leben. Danke für den Foto. Aber Schießen macht viel zu wenig Damage. Ah.
Au. Fuck. Alter, warum ist der Boss so extrem lang? Was haben die mit dem Normalmodus gemacht? Oh, nee, ey. Na, na, dumm. Oh Mann, ich tue blöd zum Kacken heute, ey. Dann krieg ich keine Hexenzeit. Weiß ich, Bosse, die immer, die viel Schüsse brauchen, wo du nicht nahkämpfen kannst, das sind einfach viel zu viel Zeit. Weil du mit Waffen einfach keinen Schaden machen kannst. Ey, kack mir doch ins Hemd, rückwärts ins Eierloch, ey. Wie wär's, wenn du mal... Natürlich. Wenn ich wenigstens predikten könnte, wo der aufsteht, wo der hinkommt. Das sieht doch schon mal besser aus vom Schaden her. Au. Jetzt hau nicht ab, du Lamm. Ja, das ist echt manchmal so ein Schlappen, ey. Ja, ganz genau. Ja, irgendwas machen. Überhaupt hier runter? Kann ich ja.
Hallo! Woher nimmt die Haare? Lecker. Stell dir vor, zu Bayonettas Schulzeit gab es so einen Bring dein Haustier mit zur Schule-Tag. Die Bayonetta bringt aus dem ersten Teil diese Riesenspinne mit. Zweiten Teil weiß ich nicht, werden wir heute oder später spielen. Mal gucken. Und aus dem dritten Teil einfach, keine Ahnung, Madame Butterfly und diesen riesen Godzilla. Ja, ne? Die war nicht lange in der Schule. Welcome aboard, Cheshire. Oh, fucking hell! I told you I'd be right back. Shouldn't you be... Solltest du das Ding nicht, wie sagt man, fliegen? Ich habe im Moment zu tun. Woher hat er einen Helikopter von jetzt auf gleich herbekommen? Das verstehe ich nicht. Ich will mal gucken, was mein Controller sagt. Ja, das passt noch. Well, so much for the subtle approach. We might as well have speakers on this thing blaring Ride of the fucking Valkyries. Come now, with VIPs. You know, nothing says you've made it in life like a private helicopter. Then welcome aboard. Herzlich willkommen an Bord des Fluges 001 von Air Luca. This is your captain, Luca, speaking. Fasten your safety belts, as this may be a bumpy flight. Ah, die Tänze sind doch super. Alter, sind wir schon 6,5 Stunden dran. Das ist verdammt lange. Warum krieg ich denn... immer Stein? Och, komm schon. Gucken, was passiert, wenn ich direkt abbreche. Naja, gut. War jetzt auch nicht unbedingt viel mehr. Aber ich schaff's eh nicht. Düt, düdü, dü, 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 dü. Isla de Sol. Oh, das gab's doch auch in Mario Sunshine, oder? Oh, das müssen wir eigentlich auch mal spielen. Mario Sunshine. Some people may have a thing for the 45s, but to me... Das Problem ist, die Waffen kosten halt auch extra viel, ne? Super, das hat auch was gebracht, hoffe ich. Ich weiß nicht, ob das nur Waffenskins sind, die wir uns kaufen können, oder ob die wirklich stärker sind. Aber hat was gebracht. Zumindest ein bisschen mehr Leben. Was jetzt kommt, wird dir gar nicht gefallen. Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet. Sag's nicht. Bei Air Cheshire gibt es das schlechteste Unterhaltungsprogramm und widerliches Essen. Überleg doch mal. Die Dinger, die den Jet zum Absturz gebracht haben, werden uns nicht einfach auf ihre Insel lassen. Glaubst du, die empfängen uns mit offenen Armen, womöglich mit Sahnetörtchen und Kaffee?
Von hier oben sieht noch alles ganz okay aus. Aber je weiter wir runtergehen, desto deutlicher sehen wir die Realität. Soll. Was gibt's denn schon zu sehen? Das sagt er wahrscheinlich zweimal. Welcome to my fantasy zone. Get ready. Raketen? Okay. Die sehe ich gar nicht mehr. Oh, die Steuerung ist ist invertiert. Ah, verdammt, ich verliere. Getroffen werde, verliere ich. Zaubersteine. Dann doppelt so schnell. Oh, das ist so nervig. Warum muss das Schiff nach oben fliegen, wenn ich nach unten drehe? Kann man das nicht umstellen? Oh, Schluggi. Au. Wie 3D das gibt. Mann.
Natürlich. Boah, meine Finger. Man kann es mit dem übertreiben. Alter, du willst jetzt gerade nicht bei mir neben mir sitzen, Justin. Glaub mir. Ich hasse das, dass du jede, wenn du getroffen verlierst du deine Magie. Das ist doch dumm. Warum ist das Bestandteil vom normalen Schwierigkeitsmodus? Alter, man kann es übertreiben mit der Passage. Wollt ihr mich verarschen?
Ja, ich mach gleich mal ein paar Fenster auf. Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Oh, diese invertierte Steuerung, ey. Muss ich jetzt überleben oder? Ich meine, wenn ich nur überleben muss, dann. Mal live. Wenn er wenigstens ein bisschen automatisch zielen würde, aber... Macht er ja auch nicht, dieser Ficklappen. Leider auch interessant, dass die Düse extrem groß ist. Thank you.
Ja, natürlich. Ich meine, ich weiß, dass die Arcader, dass Japaner Arcade-Hallen mögen, aber... Ja, immer noch dabei. Dachte, dass du das Game eigentlich schon gewechselt hast. Ja, wer weiß. Ich muss mal kurz pissen, ey. Leco mio.